So. So, ab und zu bin ich dann auch mal in meiner Küche. Muss ich mal leise machen. Dann zeige ich euch mal zum Thema Spargel was. Hier seht ihr den. Wunderbar. Ah, der ist natürlich jetzt schon geschält. Ja, muss dann auch mal schön feucht halten. Und dann zeige ich mal kurz nochmal wegen Kochen. Das zeige ich euch hier nochmal. So, wichtig ist immer, ihr seht hier den Spargel. Wasser aufstellen, abschmecken nur mit Salz und Zucker. Zucker muss nicht immer dran sein, aber jetzt gerade auch bei diesem Treibhausspargel kann man ruhig ein bisschen Zucker dran machen, kriegt ja mehr Geschmack. Den normalen würde ich gar nicht so würzen. Wasser aufstellen, kochen lassen. Dann gebe ich den Spargel rein, lege ich oben ein schönes Tuch drüber, dass der so ein bisschen Gewicht bekommt und dadurch liegt der Spargel komplett unter Wasser. Und jetzt lasse ich den Spargel einmal aufkochen. Das heißt, wenn ich hier sehe, dass es schon anfängt zu blubbern. Einmal aufkochen lassen, nehme ich ihn rüber und stelle ihn dann hier, habe ich schon vorbereitet, ins Wasserbad. Und lasse ihn da drin entkalten. Also ihr müsst da nicht irgendwie, wie früher solche Geschichten da gab, rausnehmen, abschrecken in Eiswasser oder so ein Quatsch. Völliger Blödsinn. Dadurch erleidet der Spargel nur immer, verliert er den Geschmack. Also wie gesagt, Spargel, Wasser ausstellen, kochen lassen, Spargel rein, einmal warten, dass es aufkocht. Die Stangen können dick sein, dünn sein, gemischt sein, ist völlig egal. Da könnt ihr auch Brokkoli machen oder wenn ihr ganz fein geschnittene Gemüsewürfel habt, diese Brunoise, die nennen sich so, oder Julien, sind Streifen. Das ist genau das Gleiche. Einfach Wasser ausstellen, abschmecken, das Wasser ordentlich, wirklich abschmecken, dass es vernünftig ein bisschen Bums hat und dann Spargel aufkochen, rüberstellen, ausgelassen. Vorteil dabei ist, ihr habt einen perfekten Sud. Ja, den könnt ihr dann als Spargelcremesuppe benutzen. Ihr müsst keine Schalen nehmen, weil die haben leider meistens Bitterstoffe. Also, ja, das immer nur zum Tipp, als Tipp zur Spargelzeit. So, ich hoffe, das hat euch geholfen und bis bald. Ciao, euer Andi.